Du ein Fachwerk belastet mit den Kräften Abstände A und hier auch überall A, sämtliche Winkel 45 Grad und brauche also keine sehr ordentliche Skizze zu machen. Ja, dann habe ich vier Gleitlager, hier ein Gelenk und ich soll erstmal die Lagerreaktion bestimmen. Dazu können wir eben Schnitte führen und wir können den ersten Schnitt so führen, dass wir den Schnitt hier rumführen. So. Und bei der Kraft F müssen wir uns entscheiden, auf welcher Seite vom Gelenk wir die packen. Ich führe den Schnitt mal hier rum, das heißt, bei mir gehört die Kraft F zum linken Teilsystem. So, und jetzt kann ich eben im Prinzip Folgendes machen. Erstmal das Gesamtsystem betrachten. Die Summe der Horizontalkräfte ist gleich A, also das ist gleich 0. Damit haben wir die erste Auflagerkraft. Jetzt kommt der linke Teil, nenne ich den zum Beispiel Li. Nenne ich den Schnitt hier RE, wie links und rechts. Dann kann ich sagen, für den Schnitt LI bilde ich die Summe der Momente um G. Dann ist natürlich wichtig, dass hier der Punkt auch G genannt ist. Und das ist dann gerade gleich. F mal A ist die Kraft hier, plus F mal 2A plus F mal 3a plus f mal 4a minus die Kraft b mal 4a gleich 0. Wir erhalten b ist gleich 2,5f. Und wieder für das linke Teilsystem die Summe der Vertikalkräfte. Wenn ich also das linke Teilsystem freigeschnitten habe, ich male es mal sehr kurz hin. Dann wirkt hier im Prinzip noch die Kraft F. So, hier wirkt eine Gelenkkraft GH, hier wirkt eine Gelenkkraft GV und Summe V, die liefert halt das GV plus B minus 5F gleich 0. Daraus folgt, GV ist gerade gleich 2,5F. Und die Summe H, wieder für das linke Teilsystem, Summe H ist gleich GH plus A gleich 0, liefert GH gleich 0. Das kann man sich einfach erklären. Wir haben hier im Prinzip 5 gleich verteilte Lasten. Na, nehmen wir an, ein Schrank wiegt 5F, genau mittig, dann trägt jeder der beiden, die den Schrank tragen, die Hälfte. Also wenn hier eine Gesamtkraft 5 drauf liegt, deren Resultierende genau in der Mitte ist und hier trägt Karl und hier trägt Uwe, dann trägt jeder genau die Hälfte vom Schrank. So, und dann haben wir das erklärt und können uns jetzt das andere Teilsystem angucken. Die Kraft F haben wir schon verarztet, die wirkte auf das andere System. Wir müssen jetzt nur GV umdrehen. Das heißt, hier wirken jetzt 2,5 und hier wirkt eine 1, hier wirkt eine 1 und hier wirken also diese Kräfte. Und hier wirkt C und hier wirkt D. Und wir können jetzt zum Beispiel machen für das rechte Teilsystem die Summe der Momente um G. G ist also der Punkt hier. Das ist die Kraft D mal 3a minus F mal a minus F mal 2a. Minus f mal 3a ist gleich 0. Wir erhalten d ist gerade gleich 2f. Und für das rechte Teilsystem, die Summe der Vertikalkräfte liefert c plus d minus 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 ist gleich 0. Und dann bleibt übrig, c ist gleich 3,5f. So, damit haben wir alle Lager- und Gelenkkräfte bestimmt. Und jetzt können wir einen neuen Schnitt führen. Und diesen Schnitt können wir zum Beispiel so führen. Wenn ich diesen Schnitt führe, und ich nenne diesen Schnitt mal römisch 1, ich führe den also ein klein bisschen links von diesem Teil, habe ich nicht ganz genau eingezeichnet, so. So, dann können wir uns diesen Schnitt nochmal neu angucken und uns überlegen, was da wirkt.
Wir haben jetzt also im Prinzip hier unseren Schnitt. Und hier wirkt die Kraft F nach unten. Die Kraft 2,5 wirkt nach oben. Die Differenzkraft ist dann also 1,5 F. Das ist jetzt also die Summe aus der Gelenkkraft und der Kraft F, die ich hier habe. Dann habe ich hier noch die Kraft F drauf. Und hier ist die Kraft S1. Hier ist die Kraft S3. Hier ist die Kraft S2. Und hier ist die Kraft S4. Dabei können wir uns dieses Detail hier nochmal angucken. Hier kann man, wenn man das ausführlich zeichnet, zwei verschiedene Möglichkeiten annehmen. Entweder ich habe ein volles Gelenk, dann kann ich aber sagen, wenn diese Kraft hier S3 ist und wenn diese Kraft hier S2 ist und ich mache die Summe der Kräfte in der Richtung hier, dann ergibt sich auch hier die Kraft S3 und auch hier die Kraft S2. Oder aber das Ding ist konstruktiv anders ausgebildet, dann geht der Stab 3 gleich hier durch. Der Stab 2 geht hier sozusagen drüber oder drunter. Das heißt, diese Stäbe sind hintereinander und beide Stäbe gehen durch. Wie das konstruktiv ausgebildet ist, ob das ein Gelenk ist und ob die Stäbe nur diese Länge und diese Länge haben oder ob die Stäbe die volle Länge haben, das kann mir völlig egal sein. Weil wenn der Stab S3 ist, geht der Stab S3 auf alle Fälle nach hier, selbst wenn er durch ein Gelenk gebrochen wird. Und dasselbe gilt auch für den Stab hier. Das hat nicht nur was mit dem 45-Grad-Winkel zu tun, das gilt allgemein, wenn sich zwei Stäbe in irgendeinem beliebigen Winkel so kreuzen, dann muss diese Kraft gleich der Kraft sein und diese Kraft gleich der, wie man im Summe der Kräfte in senkrecht zu diesem Stab sofort sieht. Wenn man das bildet und der Knoten nicht noch weitere Lasten hat, dann sind diese beiden Stäbe gleich und die beiden Stäbe gleich. So, nachdem wir dieses Detail geklärt haben, können wir uns erstmal Folgendes überlegen. Wir machen hier die Summe der Kräfte in dieser Richtung. Dann ist dieser Stab hier ein Nullstab. Dann gucken wir uns erstmal diese Kraft F an. Hier kann sie nicht weg. Also kann ich, wenn ich mir den Knoten vorher freigeschnitten habe, Folgendes sagen. Ich habe hier eine Kraft F. Ich habe hier eine Stabkraft, die mich nicht interessiert. Ich habe hier Stabkraft, von der ich weiß, sie ist 0. Ich habe hier meine Stabkraft S3. Und ich habe hier meine Stabkraft S1. Das ist jetzt also der Knoten K freigeschnitten. Das hier ist Knoten K. Und Skizze, das ist die Sprache des Ingenieurs, also auch wenn ich diese Skizzen nicht sehr ordentlich mache, dann sollte sie zumindest vorhanden sein. Und jetzt kann ich die Summe der Vertikalkräfte an diesem Knoten bilden. Und dann kann ich sagen, minus S3 durch Wurzel 2 minus F gleich 0. Und wir erhalten, die Stabkraft ist minus F mal Wurzel 2. Eine der Stäbe kennen wir schon. Der Stab hier ist also bekannt. Und jetzt kann ich für den Schnitt römisch 1 die Summe der Vertikalkräfte aufstellen. Die lautet jetzt S2 durch Wurzel 2 minus S3 durch Wurzel 2 plus F. Plus 1,5f minus f gleich 0. Wenn ich S3 minus f mal Wurzel 2 einsetze, dann habe ich hier plus f und hier minus f. Das heißt, das und das ergibt eine 0. Und damit erhalte ich die Stabkraft S2 gleich minus 1,5 mal Wurzel 2. So, wir können mit der Summe der Momente fortsetzen. Den Punkt hier haben wir k genannt. Machen wir also die Summe der Momente um k. Also nochmal Schnitt 1, die Summe der Momente um k. Der Punkt hier unten wäre genauso gut. Und das bedeutet jetzt, dass 1,5f mal a, war die Kraft hier, minus der Kraft S4 mal a, ist die Kraft hier, minus S2 durch Wurzel 2, die horizontale Komponente dieser Kraft, mal a gleich 0 ist. Wenn ich hier die minus 1,5 einsetze, die Wurzel 2 heben sich weg, steht hier plus 1,5. 1,5 und 1,5 sind 3. Damit erhalten wir S4 ist gleich 3f.
So, und wieder für den Schnitt 1 die Summe der Horizontalkräfte. Und die lautet jetzt minus S1 minus S3 durch Wurzel 2 minus S2 durch Wurzel 2 und minus S4 gleich 0. Minus S1 ist die Unbekannte, S3 kennen wir schon. Hier setze ich also im Prinzip ein und die Wurzel 2 kürzt sich weg, das Minuszeichen kürzt sich weg, dann habe ich da plus F. Hier setze ich S2 ein, Wurzel 2 minus kürzen sich weg, also plus 1,5F. Und hier habe ich noch S4 einzusetzen, das ist minus 3F gleich 0. Und dann erhalten wir 2,5 minus 3 sind minus 1,5. Dann erhalte ich also S1 ist gleich minus 1,5F. So, wir können mit einem Freikörperbild abschließen und gucken, ob das Ding wirklich im Gleichgewicht ist. Ich erläutere nochmal die Herkunft dieser 1,5. Wir haben hier also eine Kraft F und wir haben hier unsere 2,5F. Das kann ich entweder so oder so malen. Wir haben hier die Kraft F und malen jetzt rein die Stabkräfte, die wir hier haben. Wir haben also hier im Prinzip F halbe. Dann können wir die Kraft S2 einmalen. Das sind in der Richtung hier 1,5 mal Wurzel 2f. Wir können die Kraft hier einmalen. Das ist, wo war sie noch? Wurzel 2f. Beides Druckkräfte. Und dann können wir noch die Kraft unten einmalen. Und die Kraft unten war die Kraft 4. Die Kraft 4 war ein 3F-Zug. So, 3F. Und jetzt kann man zum Beispiel noch um irgendeinen anderen Punkt, um den hatten wir es gerade gebildet. Ich kann zur Probe nochmal Summe der Momente um den Punkt bilden. Dann stelle ich fest, 1,5 dreht so rum. Ja, 1,5 plus 1 dreht andersrum. Die Summe der Momente um den Punkt ist auch erfüllt. Ich kann nochmal gucken, ob Summe H und Summe V erfüllt ist. Und dann kann ich die Aufgabe beenden und sagen, das Ding ist okay. So, also wie gesagt, erstmal muss man sich darüber klar sein, dass es keinen Unterschied macht, ob diese Stäbe hier durchgehen oder ob diese Stäbe durch ein Gelenk unterbrochen werden. Der Stab 3 geht in jedem Fall von hier bis hier und in jedem Fall geht der Stab 2 von hier bis hier. Wenn ich mir diesen Punkt hier angucke, muss ich mich entscheiden, ob ich die Kraft F auf das linke Teil oder auf das rechte Teil wirken habe. Ich habe die Kraft F links hier rüber gezogen, dann ist die Gelenkkraft rechts davon und 2,5, sonst wäre die Gelenkkraft nur 1,5. Ja, und wenn man die Lagerkräfte bestimmt hat, dann muss man eben sehen, dass das hier ein Nullstab ist. Das ist die Summe der Kräfte in dieser Richtung hier, also senkrecht zum Stab. Man kann also diesen Stab als Nullstab sofort erkennen. Auch zum Beispiel dieser Stab hier ist sofort ein Nullstab, Summe der Horizontalkräfte an diesem Punkt. Ein weiterer Nullstab hier ist sofort zu erkennen, Summe der Horizontalkräfte an diesem Punkt. Diese Nullstäbe kann man also ziemlich schnell sehen. Ja, und wenn ich eben festgestellt habe, dass das hier Nullstab ist, kann ich diesen Knoten freischneiden. Die tragen nur horizontal ab. Der Stab ist sofort bekannt. Und der Rest ist eben das Ritterschnittverfahren. Dann kann ich diesen Stab und diesen Stab bestimmen mit der Summe der Momente oder der Summe der Kräfte. Und wenn ich den Stab unten nicht mit Summe H bestimmen würde, hätte ich das auch mit der Summe der Momente um den Punkt machen können. Dann hätte es eben keine Auswirkung, wenn die beiden Stäbe hier falsch wären. Dann würde ich eben S1 auch dann richtig rauskriegen, wenn ich hier schon Fehler gemacht hätte. Natürlich hilft mir das sowieso nicht weiter, wenn ich einen Fehler drin habe. Stelle ich beim Freikörperbild fest, dass es nicht im Gleichgewicht ist und muss die Rechnung sowieso neu machen, egal ob ein Stab oder alle Stäbe falsch sind. Also ist es völlig egal, ob ich welche Gleichgewichtsbedingungen man macht. Und zum Schluss sollte man eben das Freikörperbild machen. Und wenn dieses Teil im Gleichgewicht ist, man hat sich nochmal überzeugt, dass alle drei Gleichungen stimmen, dann braucht man nicht mit den Ergebnissen zu vergleichen. Dann kann man sicher sein, dass seine Ergebnisse richtig sind.